JGG, mit dir, mein Freund. JGG, ist es als Rap-Tutorial erstelle nicht eine kleine Qual, wenn man jeden kleinsten Fehler bei Rappern erkennt? Nee, weil es macht mir Spaß. Keine Ahnung, also es ist so drin in mir, dieses ganze Ding, dass es mir fast schon Spaß macht, ne? Deswegen eine Qual ist es nicht. Ich muss es mir ja nicht antun. Also wenn mir was überhaupt nicht gefällt. Außerdem ist es ja auch immer nur meine Meinung. Es heißt ja gar nicht, dieses Fehler, es ist ja vielleicht gar kein Fehler. Es ist ja, damals wurde ja Tubow so festgenagelt, weil er so, oh, hier haben wir einen Flow-Fehler und oh, das ist ganz klar ein Fehler, so, das ist eine falsche Snare oder so ein Scheiß. Das ist ja alles objektiv, das ist ja nur meine Meinung. Und also für mich und in meiner Welt habe ich einfach eine riesige Rap-Erfahrung und ein riesiges Know-how und eine riesige Kompetenz der Sache gegenüber. Aber das heißt ja nicht, dass das andere auch so sehen. Also wenn ich dir jetzt sage, Digga, du hast zu viel Silben in den Takt gepackt oder so, ne? Dann könnte man vielleicht schon eher auch anhand eines Taktgitters oder so, naja, ich will nicht sagen beweisen, weil das ist immer noch kein Beweis, ne? Aber dann könnte man eigentlich schon bildlich darstellen, dass wirklich ein Takt gar nicht so viel Silben frei hat, wie du beispielsweise Silben reingeballert hast. Ja, aber trotzdem kannst du ja sagen, ey, ich finde, das klingt geil. Und ja, deswegen diese Fehler, ich nehme das Wort Fehler nicht gerne in den Mund, so. Es ist eigentlich alles eine Geschmackssache. Gerade in der Kunst, Alter, da kannst du ja fast gar nichts als Fehler definieren, beziehungsweise diagnostizieren. Weil es immer so viel Geschmackssache ist, Alter. Kennst du den Ausraster von Eckhart vs. Ryko? Ne, vielleicht. An der Stelle hätte man den White Noise reversen müssen. Ja. Ja, wobei, das ist ja jetzt nicht ganz so krass. Also, da, ja, das ist natürlich lustig, dass der White Noise so einer der wenigen Effekte ist, die man einfach nicht reversen kann. Und natürlich kannst du sie reversen, aber sie hören sich einfach genau gleich an, so. Wenn du ein rückwärts abspielst, hört sich immer noch an, so beispielsweise, ja. Ja, aber müssen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall auch lustige Stelle mit dem White Noise, ja. Ich denke, ich spreche für uns alle gerade. Du bist schon ein Rapper mit fucking viel Know-how und jemand, zu dem man aufsehen kann, sollte. Vielen Dank, Formic Rap, Digga. Schätze ich sehr, nehme ich auch immer gerne an und nehme ich aber auch nicht so emotionslos an. Also ich sage jetzt nicht einfach, ja, danke, ich weiß, sondern ich schätze das. Vielen Dank, Mann. Das freut mich. Es freut mich, dass man das sieht, merkt und ja, Mann. Es ist einfach auch für mich schön, so eine Sache zu haben im Leben, die man lebt. Ich habe letztens erst einen Song angefangen zu schreiben, so, in dem ich so ein bisschen so erzähle, meine Musikgeschichte so erzähle, ne? Und wenn ich da auch zurückdenke, so, nur so Dinge wie so Kleinigkeiten, gar nicht so krasse, die jetzt so, die man schön in eine Story einbauen kann, so wie es angefangen hat mit früher ein Benjamin Blümchen Schlagzeug bekommen, weil ich auf allen Sachen als kleiner Junge rumgetrommelt habe, ne? Irgendwann haben mir meine Eltern ein Benjamin Blümchen mit 4 oder 5 oder so, ne? Ein Benjamin Blümchen Plastikschlagzeug gekauft, Alter. Das war dann irgendwie nach 3 Wochen kaputt, dann habe ich ein großes Schlagzeug bekommen, so ein Yamaha-Ding, ne? Dann bin ich in Schlagzeugunterricht gegangen, dann habe ich 7, 8 Jahre Schlagzeug gespielt, ne? Dann habe ich angefangen mit diesem Rap-Ding, so, ne? Rappen war da früher auch immer schon der Beste. Mit meinem damaligen Freund haben wir auf so einem Diktiergerät, so richtig oldschool halt, ne? Aufgenommen, zurückgespult und so, ne? Und da haben wir uns schon Freestyle gebattelt und es war schon immer so, dass ich eigentlich so einer der Besten war, so auch im Schlagzeug und überall eigentlich so mit einer der Besten, so, ne? Und dann angefangen Rap zu machen. Meine Schwester genervt, meine Schwester nachts genervt, immer Mucke gemacht, immer Beats gebaut, immer gerappt, Schimpfwörter rumgebrüllt. Meine Eltern, also was kannst du nicht rappen? Immer angeeckt mit diesem Rap-Ding, ne? Irgendwann von zu Hause rausgeflogen, wegen ganz anderen Geschichten, ne? Rausgeflogen, in die neue Wohnung gekommen, dort irgendwann Abmahnungen kassiert, Kündigung kassiert, Nachbarn sind zu mir gekommen, Nachbarn klopfen an mich, hau dir gleich auf die Fresse, wenn du nicht aufhörst zu rappen, ich Rap gemacht. Beats gebaut, tralala, irgendwann Kündigung im Briefkasten, wegen zu lauter Musik, vor Gericht gelandet, aus der Wohnung rausgeflogen, wegen zu lauter Musik, Lärmbelästigung, jetzt sitze ich hier,
wieder Keyboard. Freunde, ich kann euch nicht sagen, ich kann es wirklich eigentlich nicht sagen, Alter, wie viel Zeit ich damit verbringe. Ich und mein Keyboard. Und hier ist jetzt so, ich habe mega coole Nachbarn. Also ich wohne in so einem Mehrfamilienhaus, ne? Und meine Nachbarn sind einfach ultra cool. Aber man muss einfach sagen, dass mich in meinem ganzen Leben nicht so begleitet hat und auch so viel Ärger gebracht hat, wie die Musik. Und trotzdem ist sie noch da. Und ja, finde das echt geil, diese Storys zu hören. Vielen Dank, freut mich. Ja, ich habe das auch so, in Battle Rap ist Ente. Ja, Ente ist besser in Battle Rap so. Aber was, ja, ich bin halt natürlich selbst auch in meiner Rolle als YouTube-Analytiker und so, bin ich natürlich auch in der Position, immer alles zu bewerten. Und ich hasse das. Ich hasse es eigentlich, alles immer zu bewerten. Weil ich manchmal den Ausschaltknopf nicht finde so. Weil ich selber dann rumlaufe und wenn ich mich mit Leuten unterhalte und auf einmal reden die mit mir und ich fange schon im Unterbewusstsein an, die zu analysieren, so wie artikulieren sie sich so, und ich schieb sie in Schubladen, ne? Alles immer kategorisieren, sage ich auch in meinem Song Traum. Und es ist schwer und deswegen weiß ich gar nicht, ja, Ente ist auf jeden Fall lyrisch gesehen eine Wucht, Digga. Eine absolute Wucht, absolute Champions League. Yes, yo. Oh, Formic Rap, du scheinst auf jeden Fall ein richtiger Fan zu sein. Und auch die Zeile, was du jetzt gerade hier reinschreibst in den Chat, ne? Das war fehl am Platz, wie Rotwein in Tetraparks. Ist von einem Track von mir, wie heißt denn der nochmal? So kann's laufen. Einer der Tracks, die ich in der Klapsmühle geschrieben habe, als ich am Ende meiner Kräfte war. Und zeigt mir einfach, dass du auch die Songs mit weniger Streams und weniger Klicks auf dem Schirm hast. Freut mich. Survivor läuft auch. Ja, geil. Freut mich extrem. Jetzt, wenn ich selber mein Survivor-Album höre, denke ich so, ja, Mann, das ist geil. Aber ich würde heute schon wieder ein viel besseres Album so machen, weil ich mich so stetig weiterentwickle. Wenn du einfach eine Sache lebst und jeden Tag irgendwie in irgendeiner Art und Weise Zeit damit verbringst, sei es Beat bauen, Texte schreiben, Rap-Tutorial auf die Beine stellen, du entwickelst dich da selber so stetig weiter, ne? Und ich habe selber auch einen komplett anderen Anspruch an mich, Alter. Wenn ich neue Tracks schreibe, ich hab manchmal schon noch so, dass ich denke, so, ey, jetzt scheiß da einfach mal was hin, ne? Einfach mal losschreiben, aber ich denke immer so direkt so, bei jedem Song, den ich schreibe, denke ich mir, der muss krass sein. Der muss irgendwie, Digga, schöpf dein Potenzial aus. Ich meine, ich mache mir damit vielleicht manchmal zu viel Druck. Aber wie dem auch sei.